Ja, vielen Dank, Frau Richter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir erinnern uns alle, es war eine Farce der deutschen Rechtsprechung. Nur wenige deutsche und türkische Journalisten fanden per Losentscheid Zugang zum Münchner NSU-Prozess. Wichtige Medien müssen wegen Platznot bis heute draußen bleiben. Die Lösung für dieses Problem findet sich im Internet. Das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V., kurz ABITS, das hierfür mit anderen Antifa-Initiativen heute zusammenarbeitet für dieses Projekt, lässt seine akkreditierten Berichterstatter möglichst lückenlose Protokolle der Verhandlungstage anfertigen und stellt diese frei ins World Wide Web, zusätzlich ins Türkische übersetzt, was aus Sicht der Jury eine zusätzlich verdienstvolle interkulturelle Dolmetscherleistung ist. NSU Watch, das ist Public Service at its best. Wer nicht dabei war, kann also alles nachlesen. Das ist die wahrhaft demokratische Dienstleistung, die die Website NSU Watch seit Prozessbeginn mustergültig vollbringt. Aus den seitenlangen Nachschriften lässt sich mehr als der Verhandlungsverlauf eines beliebigen Tages rekonstruieren. Vor dem Auge des Lesers entsteht eine deutsche Sittengeschichte von Hass und Schuld, Versagen und Verantwortung. Man erlebt die nicht immer uneigennützigen Akteure der Rechtsfindung, Anwälte wie Richter, quasi live bei der Arbeit. Kein großer Moment geht verloren, kein Profaner wird vergessen. NSU Watch ist eine informative Website von radikaler Transparenz und ohne die im klassischen Journalismus unvermeidlichen Verkürzungen. Aufbewahren für alle Zeit. Dieser Buchtitel von Lev Kopelev fällt mir dazu ein, verbunden mit dem dringlichen Wunsch, möge diesem politischen Medienprojekt der Atem nicht ausgehen. Unsere diesjährigen Preisträger in der Sparte Medienprojekt haben etwas sperrige Namen: Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V., Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München e.V. und andere wären noch zu nennen. Aber natürlich stehen Menschen dahinter, Journalisten und Antifa-Aktivisten, die sich engagieren, damit nicht vergessen wird, was nicht vergessen werden darf. Und deswegen freue ich mich, freuen Sie sich mit uns, dass wir heute ein paar von Ihnen kennenlernen dürfen. Ein paar haben wir jetzt auch in der Filmeinspielung schon gesehen. Übrigens, liebe Gäste dieser Preisverleihung, man kann auch spenden für NSU Watch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und stellvertretend bitten wir auf die Bühne Eike Sanders und Seda Nibolo. Kommen Sie zu uns. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Da kommt auch Ihre Statue und eine Urkunde. Und natürlich Foto, das muss sein. Das sind unsere Gewinner und ich bitte Sie noch eine kurze Weile zu mir. Sie schnappen sich einfach die Mikros hier. Ja, Professor Lilienthal hatte schon angedeutet, es gab ja, dürfte jeder mitbekommen haben, den Streit um die Presseplätze beim NSU-Prozess. Inwieweit war das für die Entstehung Ihres Projektes ausschlaggebend oder stand das trotzdem schon fest? Einfach schnappen. Ich glaube, das stand trotzdem schon fest. Wir waren auch ein bisschen überrascht, wie das da abgelaufen ist in München. Aber tatsächlich sehen wir uns da auch nochmal in einer anderen Rolle, nämlich wirklich auch dafür Sorge zu tragen, dass kontinuierlich jemand da ist. Und der Prozess wird ewig lange dauern. Und ich gehe davon aus, dass vielleicht Leute von uns die Letzten sein werden, die da sitzen werden, an wirklich jedem Tag zu jeder Stunde. Apropos ewig lange dauern, wenn man die Protokolle liest, sind ja wirklich sehr ausführlich. Wirklich, da verschlingt so ein Prozesstag ja wirklich viele Seiten. Das klingt ja sehr viel Arbeit. Warum nehmen Sie so viel Arbeit auf sich?
war die Auseinandersetzung mit dem Thema in den türkischen Medien und auch in den deutschen Medien fällt. Ich bin die türkische Übersetzerin der Protokolle und in türkischen Medien, in der Türkei, aber auch hier, kann man leider nur die Zusammenfassungen der Berichte lesen oder die Zusammenfassungen der Presseagenturtexte. Aber eins zu eins kann man die Übersetzung leider nicht finden. Und deswegen finde ich das sehr wichtig. Und die Protokolle werden auch immer länger. Das muss man auch sagen. Aber es lohnt sich. Was mich bei anderen Berichterstattungen über den NSU-Prozess manchmal stört, das ist die Bewertung einzelner Gestik von Mimik, wo man etwas hineininterpretiert, was jetzt derjenige, was ihm vielleicht auch gerade zu Pass kommt. Mir ist aufgefallen, dass Sie auf sowas wirklich verzichten. Zumindest habe ich in den Protokollen, die ich durchgelesen bin, das nicht gefunden. Ist das wahr oder war das jetzt Zufall oder verzichten Sie bewusst auf Wertung? Also wir verzichten in den Protokollen ganz bewusst auf eine Wertung. Wir haben unser Netzwerk, in dem Artikel entstehen, also aus den verschiedenen Projekten, die an NSU-Watch beteiligt sind, wo wir uns dann eben auch erlauben, eine Wertung zu liefern. Da würde ich dann genau in dem Kontext vielleicht dann erwähnen, dass zum Beispiel auch das Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus Teil von NSU-Watch ist und zum Beispiel das in den Medien auch kritisiert hat, ganz am Anfang, nämlich einen Blick auf Beate Zschäpe, wo es um die Kleidung und ihre Frisuren geht und eine Reduzierung auf ihre Person als ja, die sichtbare Person und dann eben eine ja, vielleicht auch eigentlich ernst nehmen ihrer Rolle da drin. Mhm. Haben Sie eine Übersicht darüber, wie viele Leute das nutzen und was für Menschen auf Ihrer Plattform unterwegs sind? Das ist schwer zu sagen. Von dem Feedback, was wir kriegen, sind es tatsächlich auch Journalisten und Journalistinnen, aber auch viel interessierte Öffentlichkeit. Wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir dann eine Mail kriegen, wo steht, wo bleibt denn das 45. Protokoll? Jetzt ist es schon 7 Tage später noch nicht da. Oder auch Leute, die dann uns auf einen Fehler hinweisen, auf einen Flüchtigkeitsfehler oder dass ihnen irgendwas inhaltlich nicht klar geworden ist und wo wir dann tatsächlich auch überstaunt sind, Mensch, die haben tatsächlich die 12 Seiten durchgelesen und das vielleicht auch jeden Tag tun. Da sind wir schon auch sehr froh drüber. Und ansonsten hoffen wir ja auch tatsächlich, dass es ja Dokumente sind, die dann eben auch lange genutzt werden, eben auch um nochmal Jahre später vielleicht eine Recherche anzufangen, weil wir glauben, dass in dem ganzen Themenkomplex sehr viele Fragen immer noch offen sind, die immer noch geklärt werden müssen. Und das zeigt, dass es ein wichtiges Projekt ist. Vielen Dank, ein würdiges Preisträgerprojekt heute. Nicht vergessen.